Alexander Mayer hat noch nie einen Elfmeter rausgeholt. Noch nie, weil er sich einfach nicht fallen lässt. Ich kann mich erinnern, da lief er mal allein aufs Tor, hat Boateng ihn von hinten geschoben, stark geschoben. Mayer versucht immer auf den Beinen zu bleiben. Der lässt sich einfach nicht fallen. Hat er gar nicht im, ist hat er nicht im Kopf. Ne? Also da macht man das nicht. Naja, wie gesagt, also das, da kann er noch so viel schieben und noch so viel, es gibt keinen Elfmeter. Ja, freut dich das oder ärgert dich das? Nein, das spricht für seinen Fußballcharakter. Er ist immer bestrebt bis zum Schluss mit der gleichen Willensstärke, wie wir eben bei Lewandowski herausgefunden haben. Die gleiche hat er auch, den unbedingten Willen, ein Tor zu erzielen. Und was bei einem, der so lange eine solche Quote auf den Zettel bringt und immer wieder überragend spielt, was der dann als Persönlichkeit an Bescheidenheit mitbringt, das finde ich bei dem auch immer wieder beeindruckend, der wirklich ein ganz stiller, zurückhaltender Typ ist. Man kann auch 11 Jahre vereinstreu sein, ohne ständig das Emblem zu küssen. Donnerstag haben wir gesprochen, haben wir morgens beim Kaffee trinken, und da hat er schon gesagt, dass Alexander Mayer von Anfang an spielen wird, ja, mit der Begründung, dass er beim Training auch wieder an entscheidender Stelle wieder im Training auch gezeigt hat, dass er da ist, wo Tore erzielt werden. Und da war er sich am Donnerstag schon sicher, dass er ihn spielen lassen würde. Warum hat er das nicht einfach gesagt so? Warum? Der Armin? Das weiß ich, das kann ich nicht sagen. Armin ist ja auch oft sehr verklausuliert, und da habe ich ja auch drunter zu leiden, hin und wieder. Also zum 30.06.2016 wird Eintracht Frankfurt ein positives Eigenkapital haben, welches über 5 Millionen liegt. Wir werden dieser Linie, wir sind vor 9 Jahren, haben wir den Turnaround geschaffen. Wir haben in den vergangenen Jahren unterschiedlich viel Geld ausgegeben, aber immer vorhandenes Geld. Und wir werden auch zum Ende meiner Tätigkeit keinen Kredit, nichts vorweggenommen haben. Wir sind ein ganz solide, wirtschaftlich aufgestellter Verein. Natürlich mit dem Ergebnis, dass man an die Spitzenmannschaften, die die internationalen Fernsehgelder generieren, nicht rankommen. Es muss das Ziel von Eintracht Frankfurt sein, auch in den internationalen Fußball zu kommen. Ein Patentrezept, dem Mittelfeld der Bundesliga zu entrinnen, das für 10 Traditionsvereine gilt, das, ob das Hannover die mutige Investitionen vorgenommen haben, ob Bremen, ob Hamburg, ob Köln, ob Frankfurt, ob Stuttgart, ob Hertha BSC. Alle sind bestrebt, diesen Weg zu gehen. Das ist ein Nadelöhr. Und alle sagen, wir müssen träumen. Tun wir auch. Und es wäre ja vermessen, wenn wir nicht auf den 6., 7. Platz schielen würden. Machen wir diese Saison auch. Aber die Realität muss auch immer wieder benannt werden. Und die Realität führt dazu, dass du Kontinuität kriegst. Nur wenn du dir realistische Ziele setzt, kannst du Trainer 5 Jahre, 3 Jahre behalten. Und Kontinuität spart Geld, und gespartes Geld, was du nicht für Abfindungen für Manager, Trainer oder Vorstand ausgibst, kannst du in die Mannschaft stecken. Und da ist Eintracht Frankfurt auf dem richtigen Weg, und die Realität heißt, zwischen Platz 6 und 14, da bewegen wir uns, und ich hoffe, dass wir den Platz 6 erreichen. So, jetzt ist aber pastoral gesprochen. Da. Schluss aus.